sage jetzt den ersten Infogiganten an. Der erste Infogigant jetzt dieser Runde ist jener Mann, der bei uns in Kla.TV, er war der Erste, der mit seinem Mobilfunkfilm, es war ein Warnruf, der Erste, der die 2 Millionen Zuschauergrenze gesprengt hat in unseren Kla.TV-Portalen. Wir sind ja mittlerweile immer wieder über die Millionen hinaus, verstreut täglich geht es in mehrere Millionen, aber er war der Erste auf unseren eigenen Portalen, der die 2 Millionen Grenze gesprengt hat. Er hat auch ein Buch geschrieben, eine Broschüre über den Mobilfunk. Ich heiße herzlich willkommen Klaus Weber. Du hast heute einen 12-Säulen-Giganten. Gut, er geht in die Startposition. Klaus Weber, geboren 1966, verheiratet. 1984 bis 1987 Ausbildung zum Molkereifachmann. 1997 bis 1998 Weiterbildung zum Molkereimeister. Die erste AZK-Konferenz im Februar 2008 hat sein Leben grundlegend verändert. Inspiriert durch den Vortrag Strahlung durch Mobilfunk von Dr. Med. Hans-Christoph Scheiner hat er sein Leben zu einem erheblichen Teil in die Aufklärung über die Gefahren der Mobilfunktechnologie investiert, später auch zu anderen Aufklärungsthemen. Publikationen: 2010 Infobroschüre Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr. 2013 Dokumentarfilm Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr. 2016 Infobroschüre Terroranschläge unter der Lupe. 2019 Infobroschüre von 2010 in vierter und fünfter Auflage mit Sonderteil zu 5G. 2019 Informationsschrift Handreichung zum Strahlenschutz. 2019 Video dringender Weckruf 5G ist Gefahr für Leib und Leben mit inzwischen über 2 Millionen Zugriffen im Internet. Sein Thema heute: der betrügerische Softwarefehler der Mobilfunklobby. Los, Klaus! Kann ich schon rein? Du darfst reinstehen. Ich möchte, bevor du ganz startest, einfach kurz sagen, also jetzt geht es dann richtig in die Komprimierungsphase. Halt 12 Punkte, sagst du uns. Aber mich würde doch noch interessieren, bevor du richtig startest, Klaus, in deinem Titel sagst du, du redest da von einem betrügerischen Softwarefehler. Also die tun mir ja schon leid, die das einen Fehler gemacht haben in der Software. Aber vielleicht kannst du zudem noch kurz was sagen, was du damit meinst, damit wir das nachher besser verstehen. Ja, also dieser Begriff ist in Anführungszeichen gesetzt. Und zwar, weil es nicht um einen tatsächlichen Softwarefehler geht, sondern es ist eigentlich ein Vergleich zur Automobillobby. Und das haben sicherlich alle mitbekommen, was da gelaufen ist. Also konnte sich niemand vorstellen, dass da Manager angeklagt sind und dass die sogar mit ins Gefängnis kommen, riesige Geldsumme bezahlt werden musste. Und weil sie eine Betrugssoftware eingebaut haben. Es war ein Betrug, den sie gemacht haben. Und ich möchte heute in dem Infogiganten etwas aufzeigen, wo ich sage, das sind Peanuts gegen das, was in diesen 12 Fragen jetzt kommt. Okay, die Zeit läuft mit. In einer Minute auf einen Punkt zu bringen. Klaus, go. Und los. Erstens. Auf welchem Fundament gründet der aktuell gültige Grenzwert für Mobilfunk? 3, 2, 1. Natürliche Strahlung 0,0001 Mikrowatt. Grenzwert für UMTS in Deutschland 10 Millionen Mikrowatt. Der Grenzwert liegt somit 10 hoch 13 über der Vorgabe der Natur. Dies ist wie die Lichtgeschwindigkeit als Tempolimit innerorts. Warum ist der Grenzwert so astronomisch hoch mit dem natürlichen Wert? Weil der Grenzwert auf der Annahme beruht, dass beim Mobilfunk nur durch Hitzewirkung eine Gefahr ausgeht. Im Vergleich wäre dies so, als würde man die Radioaktivität mit dem Thermometer messen und nur die Hitzewelle beim Atombombenabwurf für gefährlich erklären.
Der Grenzwert leugnet kategorisch jede nicht-thermische Wirkung, zum Beispiel biologische, chemische, hormonelle Wirkung. Definition: Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen Körper um 1 Grad erwärmt. Langzeitwirkungen bleiben unberücksichtigt. Der Grenzwert schützt nur vor kurzfristigen, unmittelbaren Auswirkungen durch erhöhte Gewebetemperatur. Das Fundament des Grenzwerts ist mit dem harten Zement des Dogmas, es gibt nur thermische Wirkungen, zementiert worden. Durch dieses Dogma wurde gleichzeitig der folgenschwere Softwarefehler einzementiert. Krass, nicht mal eine Sekunde überzogen, also ganz starke. Der Softwarefehler ist drin. Zweitens. Hält die These, dass es nur thermische Wirkungen durch Mobilfunk gibt, einer Prüfung stand? Beispiele für Wirkungen, die durch einen Wärmeeffekt nicht plausibel erklärt werden können. 3, 2, 1. Unbestrahlte Gräse sieht nach 30 Tagen so aus. Mit WLAN bzw. deckt bestrahlte Gräse sieht nach 30 Tagen so aus. Ein normales Rattenhirn sieht so aus. Bei Versuchen mit über 1000 bestrahlten Ratten sah das Rattenhirn so aus. Dies kann nicht mit einem Wärmeeffekt erklärt werden. So sieht das Blutbild eines Menschen aus. So sieht das Blutbild nach einem kurzen Handytelefonat aus. Dies kann nicht mit einem Wärmeeffekt erklärt werden. So sieht die Herztätigkeit bei einem Menschen unter intervallmäßiger Bestrahlung aus. So kann die Herztätigkeit unter gleicher intervallmäßiger Bestrahlung bei bestimmten elektrohypersensiblen Menschen im Blindversuch ausschauen. Deckt ein, Herztätigkeit hoch. Deckt aus, Herztätigkeit runter. Dies kann nicht mit einem Wärmeeffekt erklärt werden. Fazit: Bei der Grenzwertfestlegung muss ein schwerwiegender Softwarefehler eingebaut worden sein. Klaus. Ja. Wir gehen gleich zum dritten. Drittens. Gibt es Stimmen von unabhängigen Wissenschaftlern, die diesen Softwarefehler bestätigen? 3, 2, 1. Professor Karl, Dr. Karl Hecht, biologische Wirkungen von elektromagnetischen Feldern bestehen unbestreitbar. Diese Effekte sind nachgewiesen, und zwar zweifelsfrei, schon seit Jahrzehnten. Professor Dr. Neil Cherry, es ist wissenschaftlich unhaltbar, dass es keine nicht-thermischen Wirkungen gäbe und die geltenden Grenzwerte für die Öffentlichkeit angemessen wären. Dr. Ulrich Warnke, es gibt biologische Wirkungen und Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk. Einstimmiges Resümee von 16 Wissenschaftlern aus 10 Ländern. Biologische Effekte durch elektromagnetische Felder im nicht-thermischen Bereich gelten als wissenschaftlich gesichert. Professor Dr. Franz Adelkofer, da die Grenzwerte auf einer Vorstellung beruhen, die ohne wissenschaftliche Grundlage ist, müssten sie möglichst rasch durch biologisch begründete Grenzwerte ersetzt werden. Dr. Lebrecht von Klitzing, gepulste Mikrowellen verändern die menschlichen Gehirnströme. Das ist im EEG bei Strahlungsstärken von 1000 Mikrowatt nach wenigen Minuten nachweisbar. Auch der Schweizer Bundesrat muss 2015 diese biologischen Effekte zugeben. Nach wissenschaftlichen Kriterien ausreichend nachgewiesen ist eine Beeinflussung der Hirnströme. Viertens. Wer hat diesen betrügerischen Softwarefehler eingebaut? 3, 2, 1. Der Softwarefehler, den nahezu alle Regierungen weltweit übernommen haben, geht auf den privaten Verein IRCNIP mit ca. 14 Mitgliedern zurück. IRCNIP ist ein Closed Club. Er beruft seine Mitglieder selbst und stellt keiner Kontrollinstanz. Der Tagesspiegel spricht vom IRCNIP-Kartell. Verflechtungen. Der Verein residiert mietfrei im Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS in München. Zweitens, die Bundesregierung zahlt jährlich 100.000 Euro an IRCNIP. Im aktuellen Funkforschungsprogramm der WHO arbeiten 4 der 6 Gremiummitglieder für IRCNIP. Im wissenschaftlichen Ausschuss zu neuen Gesundheitsrisiken der EU-Kommission stellt IRCNIP 4 der 12 Mitglieder. Schlüsselpersonen: Michael Repacioli, australischer Physiker, Biologe. Gründungsmitglied der IRCNIP 1992 und dessen erster Vorsitzender, Architekt des Softwarefehlers. Danach wechselt er als Wächter über den Softwarefehler zur WHO in höchster Stellung. Er erhält jährlich 150.000 US-Dollar für die Projekte von der Industrie und wechselt nach seinem Ausscheiden in die Industrie. Professor Jürgen Bernhard, während der staatlichen Grenzwertgesetzgebung 1998 war er Vorsitzender von IRCNIP, Abteilungsleiter im Bundes-
machen zu Strahlenschutz und Vorsitzender der Strahlenschutzkommission. Er kontrolliert sich somit selber. Klaus, aber etwas würde mich doch noch interessieren. Irrknipp habe ich jetzt auch noch nie gehört. Was ist dieser Irrknipp oder was ist das für ein Verein? Ja, also es ist jetzt Englisch, das heißt International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection. Also wenn ich den jedes Mal aussprechen müsste, der kam glaube ich 5-6 Mal vor, dann wäre es ziemlich lang geworden. Und mir hat jemand, ich habe neulich die Aussprache gehört, man spricht manchmal auch ICNIRP. Aber ich habe gemerkt, für den Infogigant hört ihr dann immer Irrknipp. Ah, okay, gut. Also jetzt kennen wir den Irrknipp. Gut, dann geht's weiter, Klaus. Frage 5. Fünftens. Warum deckt das Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, den Softwarefehler nicht auf? 3, 2, 1. Wegen der Verflechtung mit Irrknipp vertritt das BFS vollumfänglich das Irrknipp-Dogma. Es gibt nur thermische Wirkungen. Das BFS stützt sich vorwiegend auf die eigenen Studien des deutschen Mobilfunkforschungsprogramms, das zu 50% von den Betreibern finanziert wurde. Wer würde auf Studien vertrauen, die die Unbedenklichkeit des Rauchens attestieren, wenn sie von Marlboro finanziert wurden? Diese Studien sind unglaubwürdig. Tausende glaubwürdige wissenschaftliche Studien unabhängiger Wissenschaftler, die Effekte belegen, werden jedoch vom BFS in unfassbarer Ignoranz allesamt unglaubwürdig gemacht, um das Dogma aufrechtzuerhalten. Ferner glaubt das BFS nicht, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den Beschwerden der elektrosensiblen Personen und Mobilfunk nachweisbar ist. Dabei sind Beschwerden abertausender elektrosensibler Menschen der lebendige Beweis für biologische Wirkung in der realen Praxis. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Unruhezustände, Müdigkeit, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, Depression bis hin zum Burnout. Das BFS ist nicht bereit, das Grenzwertdogma der Realität anzupassen. Unterhalb des Grenzwerts können keine Symptome auftreten. Diese können allenfalls psychisch bedingt sein. So entsorgt man die Realität. Der Grenzwert ist absolut. Er begrenzt auch das Denken. Das BFS schützt die Strahlen und nicht die Menschen. Bundesamt für Strahlenschutz. Sechstens. Warum deckt die Politik den Softwarefehler nicht auf? 3, 2, 1. Schon seit Jahrzehnten ist führenden Politikern die Gefahr der Strahlung voll bewusst. Ex-US-Außenminister Henry Kissinger bestätigt dies wie folgt. Zweifelsfrei nachgewiesen und definitiv stehen mit der Strahlung in Zusammenhang. Erstens Blutbildveränderungen, Tumore, Kreislaufprobleme, neurologische Störungen. Die Schäden treten oft erst nach 10 Jahren ein. Ein zweiter Zeuge, Erwin Huber, Ex-Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Wir werden alles dafür tun, was Gott erlaubt und auch manches, was er verbietet, um diese Innovation voranzubringen. Wohl deshalb bestätigt ein Vertreter der Gesundheitsbehörde, dass die bayerische Staatsregierung per behördeninternem Schreiben den Gesundheitsämtern untersagt hat, bei Gesundheitsproblemen durch Mobilfunksender aktiv zu werden. Die Verflechtungen sind tief. Zwei Beispiele. Reinhard Krüger regulierte 10 Jahre lang die EU-Kommunikationsnetze. 2018 wechselt er die Seite und wird EU-Lobbyist in Brüssel für Vodafone. Achim Wambach, der Chef der Monopolkommission, fordert den Rückzug des Bundes aus der Deutschen Telekom. Warum? Der Staat ist selbst Mobilfunkbetreiber, weil er zugleich Aktionär und Aufsichtsorgan ist. Gleichzeitig überwacht das Wirtschaftsministerium die Bundesnetzagentur und dem Staat obliegt die Grenzwertfestlegung mit Regulierung der Baugenehmigungen. Weil der Staat somit nicht unabhängig ist, wird er den Softwarebetrug nicht aufdecken. Siebtens. Warum decken die Massenmedien den Softwarefehler nicht auf? 3, 2, 1. Auch die Medien sind eng mit der Mobilfunklobby verflochten. Hier zwei Beispiele. Matthias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlages und Präsident des Bundesdeutscher Zeitungsverleger. Bis 2007 war er Aufsichtsrat bei der Deutschen Telekom und seit 2015 ist er Aufsichtsrat bei Vodafone. Zweitens, das gemeinsame Forschungsprojekt 5G Today von Medien- und Mobilfunklobby zeigt ebenfalls die enge Verflechtung zwischen Medien und Lobby. Als in den USA auf den sozialen Plattformen ein gigantischer Skandal der höchsten US-Gesundheitsbehörde CDC öffentlich wurde, berichtete keine einzige Mainstream-Quelle darüber. Der Medizinjournalist Del Bigtree folgerte daraus. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, nicht nur meine medizinische Talkshow
ist von der Pharmaindustrie finanziert, sondern das gesamte Fernsehen. Ebenso finanziert auch die Mobilfunklobby den Mainstream. Medien begehen darum ein zweifaches Verbrechen. Sie decken nicht nur den Softwarebetrug zu und bieten den Betrügern somit Schutz vor der Öffentlichkeit, sondern verfolgen obendrein noch diejenigen, die ihn aufdecken möchten, indem sie diese als unglaubwürdig verunglimpfen. Achtens. Ist der Softwarefehler nicht vielmehr eine Verschwörungstheorie? 3, 2, 1. Der Begriff Verschwörungstheorie ist eine Erfindung der CIA. Weil unabhängige Aufklärer zunehmend Fakten ans Licht brachten, die auf eine direkte Beteiligung der CIA am Mord von Kennedy hindeuteten, erfand die CIA mit dem Rücken zur Wand stehend die Keule Verschwörungstheoretiker, um die aufkommenden Aufklärer unglaubwürdig zu machen. Warum setzen nun auch die Mobilfunklobby und die Medien dieses Schlagwort in Bezug auf 5G inflationsartig ein? Vodafone titelt: Schluss mit 5G-Verschwörungstheorien. Mobilfunk ist eine sichere Sache. Die biologischen Effekte werden von führenden unabhängigen Wissenschaftlern und Experten zweifelsfrei bestätigt. Es geht hier einzig und allein um biologische Gesetzmäßigkeiten, ähnlich der Schwerkraft, die man nicht wegdiskutieren kann. Nur wer am Ende der Fahnenstange der sachlichen Argumente angekommen ist und ebenfalls mit dem Rücken zur Wand steht, muss als letztes Mittel diffamieren, spalten und die Keule Verschwörungstheoretiker einsetzen. Er zeigt dadurch nur seinen Bankrott an. Focus titelt: Schweizer Verschwörungsseite verbreitet Panik vor 5G. Die unzweifelhaften biologischen Gesetzmäßigkeiten der Mobilfunkstrahlung fragen nicht nach Rasse, Geschlecht, Religion oder politischer Überzeugung. Sie treffen alle gleich. Somit ist dieser Begriff nur eine gezielte Ablenkung vom tatsächlichen Sachverhalt. Vielmehr müsste die Frage gestellt werden: cui bono? Wer profitiert davon? Übrigens, in den USA ist die Mobilfunklobby bereits wegen Verschwörung angeklagt und hat in erster Instanz verloren. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern der Bankrott der Lobby steht bevor. Neuntens. Gibt es bereits Gerichtsurteile zum Softwarefehler? 3, 2, 1. USA 2014. Lobby unterliegt im größten Schadenersatzprozess der US-Geschichte in erster Instanz. Richter befand nach Anhörung unabhängiger Wissenschaftler, dass Mobilfunk sehr wahrscheinlich Krebs auslöst. USA 2019. Sammelklage gegen Apple und Samsung eingereicht wegen zu hoher Handystrahlenwerte. Frankreich 2015. Elektrosensible Französin erhält per Gerichtsbeschluss staatliche Hilfe. Indien 2017. Höchstes indisches Gericht verbietet die Aufstellung von Mobilfunkmasten in der Nähe von Schulen und Hospitälern. Italien 2017. Gericht in Ivrea erkennt Gehirntumor als Folge von Handytelefonieren an. Auch das höchste italienische Gericht in Rom hat diesen Zusammenhang bereits 2012 bestätigt. Italien 2019. Gericht in Florenz verfügt wegen einer elektrohypersensiblen Schülerin die sofortige Entfernung von WLAN aus der Schule. Italien 2019. Verwaltungsgericht Lazio verurteilt 3 Ministerien, dass sie ehrlich und umfassend über die Gefährlichkeit mobiler Medien aufklären müssen. Eilmeldung. Mobilfunklobby warnt 2019 ihre Aktionäre vor Gewinneinbruch wegen drohender Gerichtsprozessen, nicht aber die Kunden vor Gesundheitsgefahren. Gut, Klaus. Also das ist alles miteinander richtig starker Tobak, aber noch nicht ganz genug. Ich würde mich halt schon fragen, warum werden die nicht zur Rechenschaft gezogen? Zehntens. Müssen die Verantwortlichen für diesen Softwarefehler nicht zur Rechenschaft gezogen werden? 3, 2, 1. Hier das Strafmaß der Staatsanwaltschaft für die Dieselgate-Betrugssoftware. Audi 800 Millionen Euro, Porsche 535 Millionen Euro. VW zahlte bisher insgesamt 30.000 Millionen Euro. Die VW-Chefs Winterkorn, Dies sowie Audi-Boss Stadler müssen mit längeren Haftstrafen rechnen. Die US-Justiz hat bereits 2 VW-Manager zu 3 bzw. 7 Jahren Haft verurteilt. Die Anklage lautet sogar auf Verschwörung. Welch ein Strafmaß muss jedoch gefordert werden, wenn über Jahrzehnte wider besseres Wissen eine Schutzwirkung von Grenzwerten propagiert wird, die es nie gegeben hat? Wie viele Krebsfälle, wie viele Demenzkranke, wie viele Schlaganfälle hätte es niemals gegeben? Niemals können die Langzeitschäden an Menschen, Tieren und der gesamten Schöpfung in Geld bezahlt werden. Den Verantwortlichen wird Vorsatz nachgewiesen werden können, weil erstens Professor Carlo und Professor Sem haben die in ihren lobbyfinanzierten Studien den Betrug aufgedeckt. Sie durften es nicht veröffentlichen. Ferner gibt es über 30.000 öffentlich publizierte Studien.
Zweitens, Bundesanzeiger Nummer 43, 1992. Die nicht-thermischen Zellschädigungen wurden vielfach bestätigt, sodass ihre Existenz heute als gesichert gilt. Drittens, die Swisscorp gibt in ihren eigenen WLAN-Patentanmeldungen zu, die Schädigung der Erbsubstanz menschlicher Blutzellen ist klar nachgewiesen. Wo bleibt hier die Staatsanwaltschaft? Elftens. Wer übernimmt die Haftung für die Schäden durch den Softwarefehler? 3, 2, 1. Julius von Rotenhahn, Sprecher der Frankona Rückversicherung, sagte bereits 1994 vor dem Landtag in Düsseldorf: Wir stellen uns auf hohe Schadensersatzansprüche ein. Sollte die biologische Gefahr durch elektromagnetische Mobilfunkstrahlung nachgewiesen werden, dann wäre dies der größte Schadenspotenzial, das die Versicherungsgesellschaft je zu bewältigen hatte. Der große Rückversicherer Swiss Re warnt vor 5G. Der Versicherer versichert, dass 5G nicht sicher ist und deshalb auch nicht versicherbar ist. Versicherungsgesellschaften verweigern wegen unkalkulierbaren Risiken die Haftung. Damit sind die Betreiber nur durch den seidenen Faden ihrer Betrugssoftware abgesichert. Denn nur die astronomisch hohen politischen Grenzwerte schützen die Betreiber vor Regressansprüchen. Aber auch hier haben sie bereits vorgesorgt. Die Mobilfunkbetreiber haben sich nämlich selber in ihren Verträgen raffiniert abgesichert, sodass bei nachweisbaren Schadensfällen zuletzt wohl nur die unkundigen Hausbesitzer und das geschädigte Volk als Haftende zurückbleiben. Um das Volk davor zu bewahren, muss gesetzlich geregelt werden, dass die Betreiber in voller Höhe für alle Schaden haften müssen. Deshalb, Schweizer Eidgenossen, unterstützt die Mobilfunkhaftungsinitiative! Also, wer die Mobilfunkhaftungsinitiative nicht kennt, die du da erwähnt hast, das wurde jetzt am 22. Oktober in der Schweiz gestartet. Es hat noch eine zweite Initiative. Man spürt das Volk, es steht jetzt einfach auf. Wir nutzen dieses Recht in der Schweiz und staunen. Es wurden diese zwei Initiativen gestartet. Unterstützt das. Klaus, in die 12. Letzte Runde. Zwölftens. Was bedeutet der Softwarefehler im Hinblick auf 5G? 3, 2, 1. 5G bedeutet dramatische Zunahme von Funkmasten. Nach dem aktuell geplanten Funkmastenausbau sollen anschließend innerorts ca. alle 100 Meter Antennen ohne Genehmigung montiert werden. Zweitens, 5G bedeutet intensivere, härtere Strahlung mit wesentlich mehr Strahlenkeulen. Drittens, 5G bedeutet tausende strahlende 5G-Satelliten aus dem Weltall. Die Erde wird zur Mikrowelle mit unabsehbaren Folgen. 5G ist der gravierendste Eingriff des Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Die Folgen dieser Betrugssoftware werden durch 5G dramatisch sein. Der britische Mikrowellenspezialist Dr. Barry Trauer sagt folgende Schäden voraus. Mensch, Schäden an Augen, Haut, Fortpflanzungsorganen, Tiere, rasante Zunahme des Insekten- und Bienensterbens. Pflanzen, Bäume gehen kaputt, Pflanzen werden zerstört. 5G ist aber auch der Wendepunkt jahrzehntelangen Softwarebetrugs, weil die betrogenen Menschen jetzt gemeinsam aufstehen. Denn diese Informationen kommen jetzt zum Volk. Dieser Infogigant geht bis an die Enden der Erde durch dich, weil du selber diese Infos jetzt weiter verbreitest an alle deine Freunde. Ende Zensur. Unsere Zukunft ist ohne 5G. Sieg des Volkes. Ich habe fertig. Vielen herzlichen Dank, Klaus. Wir machen noch kurz, jetzt kommt eine Abrechnung. Wir haben ja gesagt, bisschen Show, aber wir haben eine Abrechnung. Jetzt müssen wir mal noch kurz schauen, Klaus. Wie viel mal warst du im grünen, im orangen und im roten Bereich? Bitte Jury, zählt das mal zusammen. Das waren deine 12 Säulen, gell? Und jetzt schauen wir. Okay, Klaus. Dreimal grün, zweimal orange und siebenmal rot. Ich habe es gezählt. Okay, aber es war trotzdem kurz und knackig. Und wir küren bei diesem Infogiganten Klaus nicht die Zeit, sondern die Leistung. Du hast verdient, den Infogiganten. Klaus, das ist deins. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Danke. Und danke. Das dankt die Jury dazu. Großer Applaus. Also, das
Vielen Dank. Also es ist noch, dass ich noch eine Möglichkeit habe, weil das liegt mir sehr auf dem Herzen. Und ich fand es sehr interessant, dass wir dieses Thema mit dem Volk, das kam so stark heute vom Ivo, von Andreas Popp und von der Eva Herrmann. Und ich wollte mal sagen, mein Name ist Klaus, kommt von Nikolaus. Wisst ihr, was dieser Name bedeutet? Der Haupt ist Sieg des Volkes. Und so möchte ich das, was ich sage, eigentlich auch ein bisschen so benennen. Ich bin nicht der Professor Dr. Klaus Weber, sondern ich bin einer aus dem Volk. Ich bin jemand ganz normaler. Und ich merke, wir sind zusammen ein Volk. Es geht nicht um Schwarz-Weiß, politisch links, rechts, Mann, Frau. Wir sind eigentlich eine Menschheitsfamilie. Und deswegen ist mir das so, diese Herrschaft des Volkes, dass es wieder hinkommt, dass es wieder dahin kommt. Und wir sind als Volk in eine Notlage hineingekommen, durch das, was ich jetzt eigentlich, was mit 5G auf uns zukommt. Ich wollte es in diesem Infogigant richtig rausschälen. Da ist eine so brandschwarze Lüge drin, schon in den 90er Jahren eingefädelt. Und die hält sich. Und das ist so ein Betrug da drin, in diesem, dass Politiker, Medien, überall, ihr hört nur den Standardsatz, dass das alles sicher ist, dass wenn die Grenzwerte eingehalten sind. Ich habe versucht, das mal zu zeigen, was es eigentlich hinter diesem Grenzwert wirklich steckt. Und es gibt jetzt ganz aktuell auch von einem Expertenteam von der WHO vom 22.04.19, Mobilfunk ist schon länger als möglicherweise krebserregend eingestuft, und die fordern jetzt aufgrund neuester Studien, dass Mobilfunk als wahrscheinlich krebserregend und sogar definitiv krebserregend eingestuft wird. Und es zeigt, wenn wir in dieser Situation stehen, wo alles klar ist, wir brauchen hier nicht mehr darüber zu diskutieren, dieser Grenzwert schützt uns nicht. Und jetzt stehen wir in dem drin, wo ich sage, 5G ist Gefahr für Leib und Leben, wo es in unser Leben geht. Ich sage, was machen wir jetzt als Volk gemeinsam da in dieser Situation, wenn es uns an Leib und Leben geht? Und ich merke einfach, da möchte ich noch ein Zitat bringen vom Professor Volker, der das mit dem Grenzwert genau auf den Punkt bringt, weil ich kann die Technik den mal noch kurz einblenden. Ja. Die Behauptung einer Schutzwirkung der Grenzwerte ist als wissenschaftliche Falschinformation anzusehen. Sie entspricht rechtlich allen Merkmalen des Betrugs und schließt grob fahrlässige bis absichtliche Gefährdung und Körperverletzung ein. Also klipp und klar, wir brauchen darüber nicht mehr zu diskutieren. Ich sage, da darf kein Politiker eigentlich sowas, es sind Lügen, es sind einfach nichts als Lügen, und man kann es auch nicht mehr anders bezeichnen. Und jetzt, danke. Und jetzt war es mir einfach ein Anliegen, von diesem Weckruf her, das mal ein bisschen zu zeigen. Da habe ich wie ein Schlüsselerlebnis gehabt mit diesem Weckruf. Und wir haben dieses Video hochgeschaltet. Am nächsten Tag waren da schon 20.000 Zugriffe drauf. Und auf einmal haben die Menschen, wie gesagt, dieser Weckruf ist auch gleichzeitig ein Aufruf zur Weiterverbreitung. Und die Menschen haben mitgemacht. Dieses Video hat sich verbreitet. Es ist bei meinem Nachbar rausgekommen, bei meinem Arbeitskollege rausgekommen. Das ging wirklich richtig rum über WhatsApp. Die Leute haben das weiterverbreitet. Und da habe ich gemerkt, der Schlüssel war, das war eine Volksbewegung. Wenn ich heute etwas sagen möchte, wäre das, es braucht hier eine Volksbewegung. Es braucht eine Bewegung vom Volk her. Und das kann so eine Dynamik annehmen, das können wir im Moment noch gar nicht absehen, was passieren kann. Und dann, weil wir bei den Medien eben auch waren, als dieses Video bei 300.000, 400.000 Zugriffe war, auf einmal, ich habe das schon mitgerechnet, kamen die Medien und dann kamen Schlagzeilen, die bizarre Netztheorie zu 5G im Faktencheck, zweifelhaftes 5G-Warnvideo vom Sektenführer kursiert auf WhatsApp. Ich wusste gar nicht, dass ich Sektenführer bin. Und dann hieß es vom Panikvideo, Verschwörungstheorie und so weiter. Und ich frage mich doch, die hatte jetzt eigentlich 20 Jahre Zeit, den ganzen Betrug aufzudecken.
Das ist genau der Punkt. Wenn die Medien berichten würden über die Gefahren von 5G, wäre das Thema innerhalb von einem Tag weg, wenn darüber wirklich berichtet würde. Das wird gedeckt und es darf nicht so weitergehen, dass die einfach diese Lüge weiterverbreiten dürfen. Und deswegen braucht es diese Volksbewegung. Und da habe ich gemerkt, dort sind wir zum Mainstream geworden. Dort hätten wir unseren eigenen Kreis durchbrochen. Es ging richtig durch, richtig ins Volk. Und jetzt möchte ich einfach mal ganz praktisch sagen, was meine ich jetzt da damit? Was heißt jetzt wirklich in der Praxis? Und da möchte ich auch einen kleinen Vergleich ziehen. Ihr habt am Anfang gesehen, ich bin Molkereimeister. Ich habe mit Joghurt zu tun. Ich habe euch was mitgebracht, ich jetzt fast vergessen. Und zwar, ich säuer Joghurt, ich mache Joghurt, säuer den an. Das sind große Tanks, vielleicht mit 10.000 Liter. Und dann kommt so eine kleine Packung rein. Mit Kulturen, mit Joghurtkulturen. Und dann merkt man am Anfang noch gar nichts, was da passiert. Es tut sich wenig. Aber irgendwann kommt eine Dynamik rein und der Joghurt säuert dann am Ende ganz, ganz schnell. Und das ist mein Anliegen, wo ich weitergeben möchte, das ist diese Vermehrung. Und wenn ich heute eins sagen möchte, möchte ich eins sagen, Volksbewegung, dass ihr alle zu Joghurtkulturen werdet. Dass ihr alle miteinander, dass wir alle Joghurtkulturen werden und das durchsäuern und dass da was passiert. Dass wir uns einreihen in eine Volksbewegung gegen 5G, das Volk ist der Souverän. Und es darf nicht irgendwie bei einem oder zwei Weckrufen stehen bleiben. Und ich sage dann ganz praktisch, reiht euch damit ein, mir ist diese Weiterverbreitung so wichtig, dass ihr Videos weiterverbreitet, auch diesen Infogiganten, dass das runterkommt. Legt euch Verteiler an. Genau das, was ich am Infogiganten am Schluss auch noch gesagt habe. Verbreitet Infomaterial weiter. Wir haben heute auf dem Stand hinter, gerade die Broschüre, mit ganz vielen mitgenommen. Ich merke, seit 5G, früher war es so, es war vielleicht mal eine Broschüre, dass jemand mitgenommen hat. Heute merken die Menschen, ich muss zur Joghurtkultur werden, ich muss weiter verbreiten, es kommt auf mich an, dass es ins Volk reinkommt. Und dann nehmen sie 20 mit. Und meine Vision war immer von Hand zu Hand weitergeben. Und deswegen haben wir hier das sehr viel dabei und ihr dürft viel mitnehmen, einfach zum Weiterverbreiten, dass diese Volksbewegung entsteht, dass diese Information herausgehe. Was mir noch sehr am Herzen liegt, sind die Politiker, Bürgermeister, auch Stadträte. Ich habe in vielen Gesprächen gemerkt, sie sind desinformiert. Sie wissen sehr viel gar nicht. Und deswegen braucht es uns wieder, dass wir ihnen diese Informationen bringen. Und ich möchte einfach ein Beispiel mal nennen von einem Bürgermeister. Ein sehr ermutigendes Beispiel. Das ist der Bürgermeister Peter Hess in Bad Wiessee. Der hat geschrieben, in der öffentlichen Sitzung haben sie einstimmig beschlossen, einen ungeprüften Ausbau des 5G-Netzes kritisch gegenüberzustehen, also nicht zuzulassen. Und der hat eine ganze Information, die wir eigentlich auch weiter verbreiten, die hat er gebracht, dass die Funkmaster so viel werden, dass Satelliten im Weltall, Haftung und so weiter, spricht er alles in diesem Schreiben an. Und das war das Verdienst von Bürgerinitiative, weil die hingegangen sind, weil die mit dem gesprochen haben. Und dann ist was passiert. Und genauso gestern auch, also haben wir noch eine andere Aktion, da möchte ich noch darauf hinweisen, was auch Bürgermeister betrifft. Und zwar ist das vom Uli Weiner. Er hat hat extra eine Homepage eingerichtet für eine Bürgermeister-Patenaktion. Und da laufen auch zurzeit verschiedene Aktionen. Aber diese Bürgermeister-Patenaktion, da kann man sich ganz einfach einen Schreiber runterladen, mit seiner Adresse ausfüllen und kann das seinem Bürgermeister. Und sagt, ich übernehme diesen Bürgermeister. Dass jeder Bürgermeister, ich sage mal in Deutschland, das ist jetzt eine Aktion für Deutschland, wie ein Paterhaus, er sagt, ich schaue dafür, dass dieser Bürgermeister diese Information bekommt. Wir brauchen Praxisstudien, um sie dort zu überführen. Und da gibt es jetzt was ganz Neues auf Vetopedia. Dort kann man sich eintragen, gibt es eine Erfassung von Krebsstatistiken, wo man Krebsfälle melden kann. Ihr seht dort auch den Link. Und das ist noch ganz wichtig, dieser Verein IRCNIP, der lehnt jede Praxisstudie ab, die sind nur auf ihre Wissenschaft. Und wir können das als Volk wirklich den,
das zeige, es stimmt einfach in der Praxis nicht. Das ist nur eine Theorie, aber die Praxis zeigt was anderes. Und jede Wissenschaft, die nicht in der Praxis standhält, die muss abgelehnt werden. Und ich danke euch dafür und ich sage, seid ihr alle mit dabei? Macht ihr mit in dieser Weiterverbreitung? Seid ihr mit in der Joghurtkultur? Ja. Jawohl!